Science Slam. Sie, liebes Publikum, haben aber schon gemerkt, wir Physiker sind eigentlich nur große Kinder mit sehr teurem Spielzeug. Ich habe auch den Presenter verpasst. Und das habe ich auch vor allem letztens gemerkt, als ich meinen 4-jährigen Neffen mal wieder besucht habe. Denn wir haben ziemlich viel gemeinsam. Wir spielen einerseits sehr gerne mit Bauklötzen. Außerdem, wir hassen Blumenkohl. Und wir stellen ganz viele Fragen. Das sah dann an dem Abend ungefähr so aus. Meine Schwester hat natürlich, so gehässig wie sie ist, Blumenkohl aufgetischt. Aber mein Neffe ist in die Bresche gesprungen, hat gefragt, warum essen wir Blumenkohl? Und meine Schwester antwortet natürlich ganz geduldig, ja, weil der gesund ist. Warum ist der gesund? Ja, da sind Vitamine drin. Warum sind da Vitamine drin? Und spätestens beim dritten Warum rastet meine Schwester komplett aus. Danach hat sie mich nochmal angesprochen, warum, warum, warum? Der Junge fragt immer warum. Wo soll das aufhören? Was ist bitteschön das letzte Warum? Und als kinderloser Naturwissenschaftler habe ich natürlich immer gute Ratschläge bezüglich Erziehung und hatte auch schon die Idee. Der Junge muss einfach die Antwort auf das letzte Warum finden. Habe ich meiner Schwester gesagt, schauen wir uns doch mal den Blumenkohl nochmal an. Warum essen wir den Blumenkohl? Weil der gesund für uns ist. Warum ist er gesund für uns? Weil die Bakterien, die in uns wohnen, sich davon ernähren. Warum ernähren sich die Bakterien davon? Weil das in ihrer DNA so drin steht. Warum steht das in der DNA so drin? Das gibt die Reihenfolge der Atome an, die in dieser DNA wieder drin sind. Und Atome bestehen eigentlich nur aus Elementarteilchen. Mit Elementarteilchen können wir das ganze fucking Universum erklären und deswegen natürlich auch, warum wir Blumenkohl essen. Okay, damit hatte ich mir den Salat natürlich eingebrockt, beziehungsweise den Blumenkohl. Ich musste danach meinem 4-jährigen Neffen beibringen, wie das mit dieser Teilchenphysik so funktioniert. Und zwar habe ich mir da erstmal einen ganz spannenden Jingle überlegt, damit überhaupt erstmal seine Aufmerksamkeit auf mich kommt, beziehungsweise damit auch Sie, liebes Publikum, sich erstmal auf das Niveau so ein bisschen eingrooven können. Sie dürfen auch zu Hause mitsingen, weil das Klatschen, das haben wir schon gemerkt, das klappt noch nicht so. Und er geht folgendermaßen, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, Weboson. Warum? Es heißt warum. Okay, Kevin, den Namen habe ich geändert aus Datenschutzgründen. Du hast ganz viele Fragen und ich erkläre dir die eine Antwort darauf. Schauen wir mal, du hast doch... Ah, da ist es. Zum Beispiel so ein Legespiel. Das ganze Universum ist eigentlich wie so ein Puzzle-Legespiel. Es gibt eine bestimmte Anzahl von kleinen Teilchen, die haben alle verschiedene Farben, verschiedene Formen. Und daraus können wir alles zusammenbauen. Wir können daraus zum Beispiel, kurze Slidepause, wir können daraus zum Beispiel Autos bauen. Wir können damit auch lustige Männer mit Hut bauen. Oder auch, jetzt kommt's, vielleicht erkennen Sie es wieder. Jetzt! Ah, ein Raumschiff, natürlich. Außerdem, was kann man noch damit erklären? Bienchen und Blümchen ist natürlich auch mit drin. Aber wofür wir uns heute interessieren, ist natürlich der Blumenkohl. Das sieht gar nicht aus wie Blumenkohl. Na, warte mal ab, guck noch mal hin. Das sieht tatsächlich aus wie Blumenkohl. Stimmt das denn? Ich soll nicht alles glauben. Und da hat mein Neffe vollkommen recht. Heutzutage dürfen wir definitiv nicht alles glauben, was wir so hören. Aber in der Physik ist es natürlich so, wenn wir eine Theorie haben, müssen wir die widerlegen. Es gibt auch Theorien, die lassen sich sehr leicht widerlegen. Aber in der Teilchenphysik konnten wir bisher jede Messung bestätigen, dass es diese Elementarteilchen gibt und wie die funktionieren. Aber wir haben schon gehört, es gibt so ein paar Sachen,
wie dunkle Materie oder sowas, die scheinen da noch nicht drin zu sein. Beziehungsweise, ich hoffe, niemand wurde mit Elementarteilchen aufgeklärt, also mit Bienchen und Blümchen. Deswegen, irgendwas scheint da zu fehlen. Und Kevin, ich erkläre dir jetzt, wie wir herausfinden, was da fehlt. Schauen wir uns das Puzzle nochmal genauer an. Wir wissen, diese ganzen Puzzleteile passen in diesen Rahmen. Und dieser Rahmen ist quasi das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. So heißt diese Theorie. Und in der Theorie wissen wir ganz genau, welche Teilchen da reinpassen, wie viele, welche nebeneinander liegen. Und dazu habe ich auch ein Bild. Tada! Wie groß die sind. Und wenn wir jetzt einfach ganz genau ausmessen, wie groß dieser Rahmen ist und dann parallel dazu noch ausmessen, wie groß diese einzelnen Teilchen sind, dann finden wir vielleicht heraus, ob da irgendwo eine Lücke ist. Und diese Lücke passt vielleicht dunkle Materie oder irgendwas anderes. Oder es kann ja auch sein, dass ein Teilchen zu groß ist und dann passt dieser ganze Rahmen nicht mehr. Das heißt, unser Standardmodell wäre falsch. Und genau daran, Kevin, daran forsche ich. Es gibt das Weboson, jetzt hören wir es endlich, was das ist. Das ist auch eins dieser Teilchen, das wird von dem Standardmodell mit einer bestimmten Größe und mit einer bestimmten Masse vorhergesagt. In der Messung war das bisher aber immer ein bisschen größer als die Vorhersage. Deswegen könnte da vielleicht was versteckt sein. Aber die Messung ist noch leider zu ungenau, um da was zu sagen. Warum ist die so ungenau? Okay, ich erkläre dir mal, wie das funktioniert, Kevin, mit diesen Teilchenexperimenten. Diese Webosonen, die sind verdammt klein, verdammt schwer. Das heißt, die fliegen gar nicht hier überall rum, sondern wir müssen die erstmal produzieren, um die anzuschauen. Dazu bringen wir ganz viel Energie auf einen kleinen Punkt. Denn diesem alten Mann dürfen wir glauben, aus Energie können wir auch Masse generieren und aus der Masse kommt vielleicht so ein Weboson raus. Du musst dir das vorstellen, Kevin, das ist so viel Energie, wie wenn 40 Elefanten von der einen Seite auf 40 Elefanten von der anderen Seite aufeinander zurennen und an einem Stecknadelkopf zusammenschlagen. Jetzt, liebes Publikum, nicht die Tierschützer anrufen. Wir benutzen schon lange keine Elefanten mehr. Die Elefanten arbeiten mittlerweile im Besucherzentrum als Klavier. Aber wir benutzen in Wirklichkeit Atomkerne. Jetzt hatte natürlich auch mein Neffe keine Atomkerne irgendwie in seinem Zimmerchen, sondern nur Legosteine. Wer da schon mal draufgetreten ist, der weiß auch, die sind eigentlich, so gut es geht, elementar, haben auch viel Energie, nämlich das tut saumäßig weh. Also sage ich zu meinem Neffen, na, sollen wir mal Teilchenbeschleuniger spielen und so ein paar Webosonen erzeugen? Au ja! Gesagt, getan. Ups. Jeder nimmt sich so drei von diesen Atomkernen in die Hand. Du gehst rüber in die eine Ecke, ich bleib hier. Und dann schmeißen wir die mit vollem Karacho gegeneinander. In der Mitte stellen wir eine Kamera auf, Handykamera, und machen ein Bild davon, damit wir auch sehen, ob da tatsächlich ein Weboson rausgekommen ist. Gesagt, getan. Ich halte mir die Augen zu. Ist eigentlich nicht gefährlich. Also in Wirklichkeit machen wir das nicht mit drei, sondern mit 3 Milliarden Atomkernen. Deswegen 3, 2, 1 und BÄM! Riesenknall, es scheppert, es plubbert. Genauso wie das immer ist bei uns Physikern, bei den Experimenten. Neffe heult, der hat natürlich eins an die Rübe bekommen. Da haben wir auch gemerkt, dass da viel Energie drin steckt. Aber mein Prof hat immer gesagt, aus Blut, Schweiß und Tränen werden Resultate geboren. Jedenfalls, komm mal her, Kevin, hör auf zu heulen, gewöhn dich an die Kopfschmerzen. Die gehören zum Physikstudium dazu. Wir gucken jetzt, ob wir so ein Weboson gefunden haben. Und, siehst du eins? Nein. Ja, das ist ja blöd. Warum nicht? Na, vielleicht habe ich ein bisschen geflunkert. Weil eigentlich ist es so, diese Atomkerne fliegen aufeinander zu. Zwei dieser elementaren Bausteine verschmelzen ineinander. Ah, oh, so klappt's. Und dann entsteht dieses Weboson. Aber dieses Weboson ist tatsächlich nur für 0,00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 0
0, 0, 0, 0, ist eigentlich egal, 3 Sekunden wirklich da und dann zerfällt es auch schon wieder. In 2 Bausteine, die genauso aussehen wie das, was du gerade eben an den Kopf bekommen hast, und zwar die Überreste von den Atomkernen. So, jetzt Sie, liebes Publikum, verstehen vielleicht, dass wir das tatsächlich gar nicht so machen, sondern in Wirklichkeit haben wir einen riesigen Teilchenbeschleuniger, der ist 27 Kilometer lang, steht beim Institut für Kernphysik im Keller, in der Schweiz aber, und dort lassen wir diese Atomkerne kollidieren. Und auch die Kamera, mit der wir die Bilder aufnehmen, die ist ein bisschen komplexer. Die sieht nämlich tatsächlich so aus. Die ist so groß wie ein ganzer Häuserblock. Und als Größenvergleich sieht man da auch so eine Kleinfamilie. Die sehen sie heute nicht mehr, die stirbt meistens an der Strahlung. Jedenfalls habe ich dann meinen Neffen gefragt, und möchtest du noch mehr Physik lernen? Nein! Der hatte erstmal genug. Dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn du dann erstmal hier den ganzen Kram aufgeräumt hast, kannst du noch mal überlegen, wie das ist mit den Teilchen und dem Standardmodell. Nämlich, wenn das Standardmodell nicht stimmt, dann gibt es auch keinen Grund, Blumenkohl zu essen. Dankeschön.